Ja, und damit hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Aufnahme Let's Play World of Warcraft. Wieder mit dabei der liebe Chris. Hi. Grüße. Und wir sind immer noch im wunderschönen... Also wir sind jetzt im wunderschönen Nahkrand. Wo du die Nursing Request kriegst. Ja. Und die auch gerade brav annehme. Mögen eure Reise. So, was müssen wir denn jetzt machen? Wahrscheinlich was töten, ja. Grollhuf töten. Grollhufe, Talbuchs und Windrocks. Ja. Schön, dass du das weißt. Dann würde ich sagen, fackeln wir nicht lange. Sondern starten direkt. Oh, das ist schon Level 65. Ja, aber das ist kein Thema. Ja, ja. Ich merke das schon hier. Das geht alles total easy von der Hand. Das ist, Erdgeister muss ich nicht töten? Gequälte? Oder? Nee. 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 Da gibt's aber eine andere Questreihe zu. Ja, ja, die kenne ich sogar. Aber wo du zum Schluss auch wie in Warlords of Draenor dich mit dem Erdgeist auseinandersetzen musst. Echt? Ja. Ach ja. Ja, ja. Es gibt Parallelen. Ja, ja, das habe ich mir schon. Also ich finde, Nahkrand ist auch so die markanteste Map einfach nur, die man in Warlords of Draenor wiederfindet. Ja, die, wo du auch wirklich sagen kannst, okay, das ist die und die. Ja, zum Beispiel allein mit dem Thron der Elemente. Ja gut, damit wollen, der existiert ja schon Jahrzehnte. Oder ja, Billionen. Ja, ja, das ist ja der Ort, wo alle Elemente halt sind, irgendwo. Irgendwo müssen die ja sein. Ja, weil ja. So alleine rumhängen sie auch. Und deswegen, ja, nee, stimmt, da gibt's ja auch diese Geschichte um Trull, deswegen sind die Ork-Schamanen ja auch so mächtig. Denn ja, aber das liegt an Oshogun. Was, das liegt an? An Oshogun hat ja, also, ich hatte mal ein Buch gelesen, da ging's auch so um die Geschichte von Trull mit. Und, da war's dann so, dass Oshogun da eine Rolle gespielt hatte. Es ist nur ewig lang her, also eben dieser große weiße Kristall da in der Mitte. Ja. Und ist schon wieder eine Weile her. Stimmt, Oshogun ist ja. So. Mal meine Gegenstände reparieren. Ach, Elex muss ich noch nicht umbringen. Nein. Aber hier Grollhufe, ganz viele und das ist wieder mal so eine angenehme Killquest. Einfach nur machen. Das ist, vor allem als Moderator sind Killquests einfach nur unglaublich angenehm, weil du musst nicht viel nachdenken. So, du musst keine Quest-Items irgendwie benutzen oder sonst was machen, sondern du musst einfach in erster Linie nur machen. Töten. Das geht ziemlich gut und locker von der Hand. So muss das. Ja, ach, Elex muss ich auch noch nicht, aber hier, Talbuk-Hirsch. Ich habe sogar einen Talbuk als Reitmount. Ich habe mir im Übrigen das virtuelle Blizzard-Ticket geholt. Ja, ich weiß, ich beneide dich ein wenig. Woher weißt du das? Du hast dir doch auch das Goodie-Bag geholt, oder? Nein, das war Max. Ich hab mir das Ticket gestern erst gekauft. Ach ja. Weil ich hatte so durchgeguckt und hab mich dann überreden lassen. Die Goodies sind eigentlich schon ziemlich geil, die du bekommst. Ja, also das, was du da mehr oder weniger in-game kriegst, ist nicht schlecht. Aua. Aber diese Tasche, dafür nutze ich sie zu wenig. Ja. Ich weiß genau, die wird bei mir dann rumliegen und bei so Sammlerwert? Ah, nee. Dafür ist Bliss zu groß. Ja, das stimmt wohl. Da habe ich doch lieber meine silberne Münzenedition. Was denn? Ach, die Drachenmünzen, wo ich dir mal ein verpacktes Foto geschickt habe. Ah, ja, ja, du bist ja... Ich habe übrigens mein Drachendeck weiter ausgearbeitet und mehr Drachen reingemacht. Und ich habe jetzt auch so eine vermehrte Drachenmechanik da drin. Also wenn ich wirklich wieder anfange mit Magic, dann wird eins meiner ersten Decks 100 pro ein Drachendeck werden. Es sind halt übelst mächtige Bomber, so. Es ist halt echt überhaupt krass. Ich hatte angefangen, als dieses Spiel mehr oder weniger rauskam. Weißt du, ich kenne auch nicht mehr, ich hatte es ja schon mal gesagt, ich kenne auch schon lange nicht mehr alle Mechaniken.
Ja, also Bomber sind in erster, du hast ja in Magic sind Bomber in erster Linie ganz mächtige Kreaturen, die halt viel Mana kosten, aber relativ hohen Grundangriff und Verteidigung haben. Und das sind nun mal Drachen. Ich meine, Drachen sind relativ teuer, die kosten dann in der Regel schon so ihre paar Mana. Und was ist das denn hier? Schädelstoß. Lol. Was ist das denn für eine Eigenschaft? Naja, das sind halt, Drachen sind relativ teuer, aber wenn du sie erstmal auf dem Feld hast, sind das einfach nur so übermächtige Kreaturen. Ja, gut. Obwohl, ich habe mir jetzt ein schwarz-blaues Control-Deck gebaut und das ist total perfekt gegen gegen so ein Bomber-Deck. Weil bei einem Bomber-Deck ist es halt so, du hast gerade mal so zwei, drei Kreaturen auf dem Feld. Dann gibt es ja auch Spam- oder Aggro-Decks. Da hast du dann übelst viel mit wenig Angriff auf dem Deck, auf dem Brett liegen. Und Ja gut, es kommt halt auch immer drauf an, wen du als Gegner hast. richtig, und so ein Control-Deck, da ist es halt so, da blockst du dann eher weniger, da blockst du dann eher mehr so die großen Viecher weg. So gegen die kleinen bist du dann relativ machtlos, weil du hast nicht so viele starke Kreaturen in dem Deck drin. Ah, gut. Noch nicht bereit. Aua, Aber aua, aua. da kommst du überall wieder rein, wenn du dann wieder anfängst. Noch ist es nicht sicher. Ja, gib dem mal die LAN-Zeit. Fick dich. Da braucht man gar nicht diskutieren, das ist so. Ja, und wenn nicht, werde ich dazu gezwungen, ne? Ja. Ich habe drei Decks hier liegen. Eins davon kriegst du und du wirst spielen. Und wenn du mein gammelrotes Aggro-Deck kriegst, mit dem ich gar nicht mehr spiele. Das war mein erstes Deck und da war ich, weißt du, dann war ich so voll geflasht von diesem Deck und hab mir so gedacht, oh, das ist voll über und das ist eigentlich der letzte Scheiß jetzt so. Und ich spiele gerade wieder so anderthalb Monate. Ja, ich kann das halt auch nie recht. Au! Die wollen mich hier töten. Schweine! Ja gut, ich mache ja nichts anderes mit ihren und ihren Familien und Freunden Was und spielst du? Diablo. Wo bist du? Du kämpfst doch bestimmt gegen Untote. Richtig. Ja, Unter anderem. die haben keine Familie. Naja, ihre Skelettfreunde. Ja gut. Aber das sind halt mehr so Freunde, weißt du, und nicht so Familie. Kanalisieren. Ja, Es ist halt so cool, wie ich einfach nur. Ach, ich liebe es gerade. merkt man überhaupt nicht. Noch nicht Ja, ich bereit. weiß. Ich muss jetzt gleich mal kurz im WoW dann reingucken, mal zumindest meine Garnison machen. Ach so, ja. Wär mal wieder eine Opinion. Ja, eine Opinion. Oh, ich. Ne Opinion. Bist du auch so einer, der immer zwischen den Languages her Eigentlich switcht? nicht, aber wir hatten heute in der Firma hatten wir so englischen oder amerikanischen Besuch. Ah, okay. Und irgendwie habe ich dann ja freundlich eigentlich gemeint, ob sie einen Kaffee wollen. Bis mir eingefallen ist, versuch's mal mit Kaffee anstatt mit Kaffee. Das ist dann ein bisschen besser angekommen. Also ein bisschen anders, dann haben sie verstanden, was ich von ihm wollte. Ja, wollte ich gerade sagen. Do you want a coffee? What? Das Fragezeichen wird immer größer im Gesicht. Ja. Was will der? Was willst du? Hier so zum Thema, was willst du, ne? Ich glaube, einer der Thumbnails, die jetzt demnächst auf dem Ich hab's sind, gesehen. da ist ja auch schon, was willst du drauf, ne? Ja, es ist aber echt cool. Ja, ich vor allem, einer meiner Lieblings-Thumbnails ist von dir einmal das, wo drauf steht, ist Mario ein Instrument? Da musste ich so lachen, weil das passt zu dieser Klasse einfach so wie die Faust aufs Auge. Habe ich das echt gesagt? Nein, das hast du nicht gesagt, aber Ich das. wollte nämlich schon sagen, ich habe da echt überlegt. Ja. Ich benutze in den Thumbnails irgendwelche Zitate meistens. Und, das fand ich einfach irgendwie passend. Und dann, was habe ich noch bei Alex heute ist auch ganz gut, weil heute im Hintergrund sieht man ja den lieben Dr. Z. Und Alex sagt halt vorbeugen und husten, was er. Ach ja, stimmt. Vorbeugen und Husten. Das ist. Also manchmal, ne, dann habe ich auch schon mal kreativ geschissen. Das ist. Wir sind übrigens schon 10 Minuten in der Aufnahme. Müsstest irgendwann nicht sagen.
Was? Nein, niemals. Ja, es gehört einfach zu dir. Es ist ja. Ja, ja, das ist wieder Arsch auf einmal. Das ist. Ja. Also wie gesagt, eigentlich habe ich dich ja echt gern, aber manchmal nervst du hart. Ja. Manchmal fuckt mich deine negative Art ein bisschen ab, aber damit ja, komme ich Gott. Klar. Dann fällt mir immer wieder ein, hey, du liebst Chris eigentlich. Und dann ist wieder alles in Ordnung. Ah, heute in der Schule war wieder so witzig. Okay. Wir sitzen ja jetzt zusammen in unserer Lerngruppe, eben ich noch mit Matthias und Steffi. Und sie war halt irgendwie, keine Ahnung, sie war einfach nur pissig. Okay. Keine Ahnung, mieser Tag gehabt, wenig geschlafen. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall war sie einfach nur pissig. Und am Montag war ich pissig. Es hat irgendwie echt gepasst. Und dann hatte sie mir am Montag dann noch nach der Schule so im WhatsApp geschrieben, so, sind wir wieder Freunde? Da habe ich nur zurückgeschrieben, das überlege ich mir nochmal. So spaßeshalber. Und da ich heute ein bisschen pissig war, habe ich dann nur so hingeschrieben, du weißt, dass das heute alles nicht so böse gemeint war. Sie so, ach echt? Ich habe dich gerade aus sämtlichen Kontaktlisten gestrichen. Oh. Nein, das ist ganz witzig. Okay. Es geht jetzt gegen das Ende zu und so langsam fuckt die Schule einfach nur noch ab. Ja, das glaube ich, geht mir ja genauso. Ich meine, drittes Layer, mega Stress und so langsam willst du es einfach nur noch hinter dir haben. So. Keine Ahnung. Du willst es halt endlich geschafft haben. Ganz ehrlich, so Azubi-Zeit war echt geil. Ja, es war immer geil. Du wirst auch, du sagst als Azubi ja auch, oh, ich will die Nummer, also wenn du deine Ausbildung machst, sagst du ja auch, oh, Schule war total chillig. Wenn du dann arbeiten warst, sagst du, Ausbildung war voll chillig. Rückbetrachtet wird es halt immer schwerer eigentlich. Also, seit dem Zeitpunkt, wo du in den Kindergarten kommst, kannst du eigentlich damit rechnen, dass, wie war das? Das finde ich so geil. Kennst du das Motto der Navy SEALs? Ich glaube, du hattest es mir schon mal gesagt. Das Motto der Navy SEALs ist, der einzige leichte Tag war gestern. Und das ist eigentlich ein ziemlich geiles Motto. Ja, das stimmt ja eigentlich auch. Es ist halt so, keine Ahnung. Ich find's total elitär und einfach nur geil, dieses Motto und so. Es stimmt aber auch. Es wird halt nicht leichter. Also Kinder, wenn ich hier junge Zuschauer habe, lasst euch nicht verarschen, es wird immer schwerer. Aber es wird auch immer geiler, weil so irgendwann hast du genug Geld, irgendwann bist du selbstständig und das macht schon Bock, hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja, ich muss da immer noch dran denken, weil ich war ja so ein toller Vorbildschüler, so von wegen Realschule 10. Klasse, fuck off, ich geh nicht. und ja, so ungefähr. Und weil ich damals echt keinen Bock auf Schule hatte und wollte eigentlich arbeiten, dann war ich am Arbeiten und habe gesagt, boah, Schule war so geil. Ja, jetzt nehme ich halt den ganz kranken Weg und mache einfach beides. Ja. Im Übrigen, ne, ich habe jetzt spitz gekriegt, meine Firma bietet ab nächsten Jahr duales Studium Wirtschaftsinformatik an. Ja, stimmt, da hattest du was angedeutet und du warst am Überlegen, ob du es machen willst oder ja, nicht. Ja, ich bin da schwer gereizt. Mach's. Ne? Mach's. Also, ich sag zwar immer wieder, ich würde dieses den Meisterkurs auf Teilzeit wahrscheinlich nicht nochmal machen, aber später machst du es nicht mehr. Ja, das stimmt. Weil es wird, da sind wir wieder beim Thema, es wird immer schwerer. Weil, so von wegen, dann hast du wieder eine Freundin und dann zeitmäßig geht es dir dann wieder nicht aus und nee, mach alles, solange du es am Stück machen kannst. Ja. Lass dir das von einem alten Hasen sagen. Ja, ja. Du mit deinen 173 Jahren, ne? Das, Apropos Troll. Er hat mir immer noch kein Lied gezeigt. Ich würde ihm gerne einen Text dazu schreiben und was einsingen, aber er hat mir noch kein Lied gezeigt. Glaub mir, ich lasse mir noch was einfallen. Irgendwann nerv ich ihn so hart. Weißt damit. Du, was wir einfach machen? Irgendwann schreiben wir ein Lied und singen und präsentieren es ihm dann. Dann fällt er nämlich von den Socken. Das wäre natürlich auch eine lustige Idee. Du machst einfach den Beatbox-Beat und dann ist alles safe. Kannst du Beatboxen? Ich habe mir noch Zeit zu üben. Ja, ja, das ist gut. Nee, weil, wie gesagt, er ist selber schuld, er hat es mir versprochen. Noch nicht bereit.
Aber ich bin ja echt froh, dass er jetzt mal so ein bisschen Haushaltskunde lernt und dahingehend was macht. Ja, aber unser lieber Alex ist schon ein Jutta. Genau, und mit diesen Worten würde ich jetzt einfach mal abschließen. Unser Alex ist ein guter. Ich sage recht herzlichen Dank fürs Einschalten. Wenn es dir gefallen hat, dann zeig das doch mittels Daumen nach oben und oder Kommentar. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann subscribe doch den Kanal. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge. Danke an Chris fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.